Hallo, herzlich willkommen zu einer epischen, krassen Folge Assassin's Creed Valhalla. Alter, geh weiter. Knochenlose, Alter. Ich fühle mich gut. Schäme mich nicht, Eivor. Lass mich gut sterben. Gut sterben, das sehe ich. Blute wie Cheolder. Ah, ich hole da noch was. Schon nicht ins Hemd, ich komme ja schon. Komm runter, Eivor. Es hat gerade erst angefangen, Spaß zu machen. Dem Tod so nah. Haben wir ihn besiegt? Iva nach Valhalla, Iva Valhall verheeren. Eivor! Gib sie her! Nach Helheim mit dir! Eivor! Da siehst du, Wut kann auch jemanden böse machen. Haben wir es. Da haben wir das über Thema Wut. Ja, Mann. Und ich würde nächste Woche nicht mehr so übertreiben mit den Videos. Ich würde dann so jede Stunde versuchen, ein Video immer hochzuladen. Ist das ein Deal? So, aber nicht jede Stunde eine. Ich würde sagen, so morgens eine Stunde, noch eine Stunde, noch eine Stunde, mittags auch noch. Bringt deine Überreste nach Quadford. Wir verabschieden ihn dort. Und schickt einen Boten zu Ober. Sagt ihm, dass sein Bruder tot ist. So viel Hass, so wenig Menschlichkeit. Jetzt ruht er in Helheim. Hat er irgendwie verdient? Und wenn Buba gegen mich kämpft, ich schicke ihn nach Valhall. Komm, der hat mir ja gar nichts getan. Wen würde ich denn nach Valhall schicken? Buba würde ich wirklich nach Valhall schicken. Und Sigur, wenn ich gegen den mal kämpfen würde, würde ich ihn tatsächlich auch nach Valhall schicken, weil... Okay, vielleicht könnte ich mich dort etwas schwieriger entscheiden, weil er hat sie er hat der Eivor angeschrien. Und am Ende wird er hilft dir eigentlich sehr oft in dem Spiel. Also würde ich ihn doch viel mehr nach Valhall schicken wollen. Aber jetzt will ich gerne interessieren, die Assassin's Creed Valhalla gezockt haben oder noch zocken. Für was würdet ihr entscheiden, wenn ich zwar den drei, für was würdest du dich entscheiden? Valhall oder für Helheim, für diese drei Leute? Eva ist ja schon tot, den habe ich Helheim gegeben. Valhall wurde ihm verwehrt. Ich wollte ihn zwar nicht töten, aber der hat mir keine andere Wahl gelassen. Und immerhin ist es ein schönes Spiel. Okay, zwar nicht immer so schön mit diesem Kopf abschneiden und so. Aber wenn man sich das Spiel richtig anguckt und so,
Ja, das Spiel kann man, das kann man machen, ne? Jetzt der Bischof ist jetzt hier der König. Bischof! Der König ist tot. Eva ist tot. Der Junge ist tot. Eivor, Bischof. Ober. Er starb durch die Hand eines Britonen. Ich kann nur ahnen, welche Schande mein Bruder in seiner letzten Stunde gespürt haben muss. Ohne diesen Frieden... Ich erschlug ihn. Du? Nachdem Frieden geschlossen wurde, hat Ivar Ceolbert ermordet und es Rodri angehängt, um sich an ihm zu rächen. Und woher weißt du das alles? Er hat es mir selbst gesagt. Ich bin ein großer Freund der Wahrheit, Eivor. Aber das... Es ist schwer, das zu hören. Ist er gut gestorben? Er starb als Kämpfer, in all seinem Ruhm. Also so, wie er wollte. Ohne Ivar können nun endlich Ruhe und Frieden einkehren. Immerhin etwas. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich ihn in Valhall wiedersehe. Mit der Axt in der Hand. So oder so. Er lebte nach seinen eigenen Regeln. Welcher Mann kann mehr behaupten? Er war ein Mann der Widersprüche. Er hat mich oft überrascht und in Erstaunen versetzt. Doch nicht alle Männer... Wir müssen... So, es hat... Ich... Es tut mir leid, Buba. Uba oder Buba. Mir tut's wirklich leid. Stifter von Schlachtgesängen. Auf loderndem Wellenrost segelt er, knochenlose dem besungenen Ruhm entgegen. Der Wind weht über das Wasser. Wenn die Schwingen der Schildmeiden schlagen, um einen König zur Odins Totenhalle zu bringen. Ivar fort. Schrobeschir verbündet. Ich sollte mich mit Randvi beraten. Ich schwöre, das war echt nicht leicht für mich, gegen Ivar zu kämpfen. Okay, war zwar leicht, aber es ist nicht einfach, wenn man gegen einen Verräter, Schrägstrich Freund von Ivar kämpfen muss, den man ja schon seit ein paar Teilzeiten langer Zeit kennt. Und man mochte ihn, weil er so psychopathisch war. Deswegen ist es wahrscheinlich echt nicht einfach zu gucken, wie er starb. Aber trotzdem, gut gestorben ist er nicht. Er ist ja nur durch meine Axt gestorben und durch meinen ekligen Schild mit einem echten Totenschild am Rücken. Ja, Eivor, wen hast du dafür umgebracht? Eivor, 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 Eivor! Kleine kinderhältige kleine Mausch. Spaß. Mädchen. Ich mag sie. Ein Schild mag ich auch. Die Axt mag ich auch. Jetzt ist Ceolbert tot. Alle sind tot gefühlt. Jetzt kommen wir auf die Stärke und. Ach Mann, mein Controller ist alle. Haare in den Kopf. Wieder auf Mikrofon von der PS. Ist einfach alle. So, jetzt geht's aber wieder weiter hier. Ey. So. Okay, Leute. Ich würde tatsächlich sagen, dass das erstmal mit dem Video war. Was? Das war's mit dem Video. Assassin's Creed Valhalla.
Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, tötet mir die nächsten Freunde. So, dann tschüss, bis bald und adios.